Guten Abend. Cat Noir? Entschuldige. Ich wollte dich nicht erschrecken. Was machst du hier? Musst du nicht irgendwelche Superhelden-Dinge machen? Nein, ich habe heute keine Lust, ein Superheld zu sein. Und ich habe auch keine Lust, allein zu sein. Kann ich vielleicht ein Weilchen hierbleiben? Mhm. Du heißt Marinette, oder? Wir sind uns schon mal begegnet. Ja, wir haben uns oft getroffen. Ich meine, einmal sind wir uns begegnet. Ein Superschurke war in mich verliebt. Ich habe kein Glück. Was du nicht sagst. Mir geht es genauso. Ich denke, ich habe in Liebesdingen auch kein Glück. Wirklich? Wieso nicht? Ich hatte heute eine ganz besondere Überraschung für Ladybug vorbereitet. Du bist in Ladybug verliebt? So richtig? Und, was für eine besondere Überraschung war das? Was spielt das noch für eine Rolle? Sie ist gar nicht erst aufgetaucht. Anscheinend brauchen wir heute beide etwas Aufmunterung. Hast du etwa auch Liebeskummer? Ja. Hey, komm mit mir. Schließ die Augen und halt dich gut an mir fest, okay? Das ist wunderschön, Cat Noir. Freust du dich jetzt, hier zu sein? Hör zu, Cat Noir. Ich möchte nicht mit deinen Gefühlen spielen. Und ich möchte dich auch nicht anlügen. Das wäre unfair von mir. Wir sind nicht nur Partner, Cat Noir. Wir sind auch Freunde. Und ich würde einen Freund niemals anlügen. Warum sollte es dafür einen Grund geben? Weil es da einen Jungen gibt, den... Es gibt da einen Jungen? Wer ist es? Es ist... Ich kann dir nicht sagen, wer es ist. Wir dürfen nichts voneinander wissen. Unsere Identitäten müssen geheim bleiben. Wir sind beide Superhelden, Cat Noir. Wir haben keine Wahl. Das verstehe ich, Ladybug. Unsere Freundschaft bedeutet mir viel. Behalt die Rose ruhig. Sie passt zu deinem Kostüm. Oh. Hey, Marinette, wollen wir tanzen? Also das war wirklich knapp. Heute wirst du meine wahre Identität wohl nicht rausfinden. Ich weiß längst, wer du bist. Das Mädchen meiner Träume. Alberne Miezekatze. Gut gemacht! Das ist ein Mega-Ding für euch. Aber ihr müsst total verschwiegen sein. Streng geheime Informationen, klar? Du weißt jetzt, wer Ladybug ist? Nein. Aber es ist fast so cool. Marinette ist... Warte, Alja. Denkst du wirklich, dass es eine gute Idee ist? Das denke ich nicht nur, das weiß ich sogar. Aber nicht vergessen, ihr müsst schweigen wie ein Grab. Ist das klar? Mhm. Also, Marinette ist total verknallt. Ja, in Adrien. Was? Aber woher wisst ihr? Das ist total offensichtlich. Und denkt ihr, dass Adrien es auch weiß? Garantiert nicht. Mhm. Jungs raffen sowas doch nie. Mhm. Oh. Gut, also zurück zum Thema. Würdet ihr mir helfen, ein romantisches Date für Marinette und Adrien zu arrangieren? Oh, das ist so süß. Na klar. Logisch. Wir wissen, dass wir uns immer auf dich verlassen können. Also kannst du auf uns zählen. Oh, danke, Leute. Jetzt du, Marinette. Ah ja, und ich habe schon einen Plan. Wir nennen ihn Operation Geheimer Garten. Wozu brauchen wir einen Plan? Marinette kann doch einfach zu ihm gehen und sich mit ihm verabreden. Ehrlich, Milen? Wir reden hier von Marinette. Das kannst du vergessen. Also, jeder von euch kriegt einen Blumencodenamen, okay? Alix, du heißt Veilchen. Milen, du heißt Sonnenblume. Julika heißt Rose. Und Rose wird Tulpe heißen.
Wieso ist mein Codename nicht Rose? Weil Rose und Rose zu ähnlich ist. Dann wäre es kein Codename, verstehst du? Heute Nachmittag hat Butterblume ein Fotoshooting beim Trocadero-Brunnen. Adrian. Sein Leibwächter oder auch die Nanny wird im Auto auf der anderen Seite der Promenade auf ihn warten. Er soll Butterblume nach dem Fotoshooting wieder nach Hause bringen. Allerdings wird das nicht passieren, denn jetzt kommt euer Einsatz. Hm? Erster Schritt, die Rose hat ein gefälschtes Parkenverbotenschild und wird es dann... Wer ist nochmal Rose? Ich natürlich. Nein, Rose, das ist Julika. Du bist Tulpe. Veilchen, Sonnenblume, Rose, Tulpe. Also nochmal, Rose, du stellst das Schild neben dem Schlitten der Nanny auf. Zweiter Schritt. Sonnenblume, du suchst nach einem Polizisten und sagst zu ihm... Hallo, Monsieur Polizist. Oh, sehen Sie nur, das Auto parkt im Halteverbot. Oh, was Sie nicht sagen. Ich werde mich sofort darum kümmern. Vielen Dank, Mademoiselle. Dritter Schritt. Weg ist die Nanny. Vierter Schritt. Tigerlilie sagt uns Bescheid, wenn Butterblume mit dem Fotoshooting fertig ist. Tigerlilie. Anstatt auf die Nanny und den Schlitten zu treffen, trifft Butterblume auf... Lotus! Das ist Marinette! Aber wenn Butterblume sieht, dass der Schlitten weg ist, ruft er die Nanny an, oder nicht? Bestimmt nicht. Butterblume lässt immer alles im Auto, wenn er ein Fotoshooting hat. Sogar sein Handy. Er ist eben ein echter Profi. Sie weiß alles über Adrian. Gruselig, oder, Rose? Ja, das ist so romantisch. Also dann... Hey, Marinette! Was machst du denn hier? Was für ein unglaublich verrückter Zufall. Und an dem Punkt tritt Tulpe in Aktion. Du gibst dem Rikscha-Fahrer ein Zeichen und er stellt sich auf den Parkplatz der Nanny. Dann sag ich zu Butterblume. Ganz recht, normalerweise läuft das so. Aber dieses Mal wird es anders sein. Immerhin seid ihr da. Ich werde es schaffen. Na klar. Also ich sag dann zu ihm, dein Auto ist gar nicht da, wollen wir zusammenfahren? Hey, sieh nur, was für ein Zufall, genau vor uns steht eine Rikscha. Super Idee, Marinette. Ich wollte schon immer eine Rikscha-Tour mit dir machen. Dann fahren wir ganz romantisch am Ufer der Seine entlang und über die Pont des Arts-Brücke, wo zufällig André, der Eisverkäufer, steht. Dann kommst du vorbei, Veilchen, und überschüttest uns mit Rosenblättern. Das wird so perfekt. Das wird so romantisch. Noch Fragen? Welche Blume war ich nochmal? Du bist die Rose. Ist doch richtig, oder? Ja. Operation Geheimer Garten? Ja! Es geht los! Entschuldige? Hör zu, ich... Es tut mir leid. Mein Name ist Adria und wie heißt du? Kagami. Ich freue mich schon auf meine Revanche. Ich mich auch, Kagami. Du hast es noch gar nicht aufgemacht durch diesen ganzen Trubel. Ich habe den Glücksbringer von dir immer dabei. Und ich denke, er hilft wirklich. Also dachte ich, ich mache auch einen für dich. Du bist so wunderbar. Der ist wunderbar. Ich habe Glück. Dieser Glücksbringer. Ich meine, ich trage den Glücksbringer. Er bringt Glück. Ich will sagen, vielen Dank. Super Idee, Marinette. Ohne diese Verkleidung hätten wir es niemals hierher geschafft. Nein, es war deine Idee, sich hier im Kino zu verstecken. Ich meine, das war ziemlich schlau. Ehrlich gesagt, hatte ich von Anfang an vor, hierher zu kommen. Und dank dir wird das mein Vater nie erfahren. Warte, dein Vater erlaubt dir keinen Kinobesuch? Doch schon. Wenn mein Bodyguard oder Nathalie dabei sind. Aber ich weiß nicht, ob mein Vater mir erlauben würde, diesen Film zu sehen. Oh nein, ist das etwa ein Horrorfilm? Ich hasse Horrorfilme. Nein, nein, keine Sorge. Das ist ein älterer Film, den ich leider noch nie sehen durfte. Und im Internet gibt's ihn nicht. Die einzige DVD, die es davon gibt, hat mein Vater versteckt. Weißt du, meine Mutter spielt darin die Hauptrolle. Wow, das habe ich nicht gewusst.
Der Film läuft nur einmal. Heute, in diesem Kino. Ich hatte keine Chance, mit meinem Vater darüber zu sprechen, also habe ich mich heimlich weggeschlichen. Das mit dem heimlich wegschleichen hat wohl nicht so gut funktioniert. Hauptsache, ich kann den Film sehen. Außerdem bin ich heute das erste Mal mit einer Freundin im Kino. Hallo! Ich bin Marinette. Deine Mutter hat mich hergeschickt. Die Groove, die Gruppe wartet auf dich und... Hallo, Marinette. Entschuldige, ich kommuniziere lieber damit. Weißt du, ich habe das Gefühl, als würdest du dich so fühlen. Das ist wirklich unglaublich. Musik sagt oft mehr als Worte. Du magst also Jagged Stone? Er ist mein Lieblingssänger. Meiner auch. Behalte es, wenn du willst. Ich habe viele davon. Oh, danke. Ich glaube, ich sollte jetzt nach oben zu der Groove gehen. Das habe ich gesagt? Oh nein. Du bist lustig, Marinette. Für dich, Milady. Also ehrlich, Cat Noir, du verwandelst dich gleich zurück. Na und? Naja, wenn du dich zurückverwandelst, weiß ich, wer du bist und dann... Und dann müssten wir endlich keine Geheimnisse mehr voreinander haben. Und wir wären vereint, wären noch mächtiger und frei. Dann besiegen wir Hawkmoth und dann laufen wir zusammen weg, auf eine Insel. Auch wenn du Kagami liebst, ich muss es dir einfach sagen, ja. Kagami? Ich liebe sie nicht. Du bist die, die ich liebe. Wie konnte ich nur so blind sein? Was? Wirklich? Du liebst mich? Adria! Ich... Gern geschehen, Marinette.